Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Ich war mit der lieben Hanna im Duo gegen Trio auf der neuen Map unterwegs und wir hatten eine sehr, sehr aufregende und spannende Runde. Aber bevor es losgeht, ich habe was für euch. Und zwar könnt ihr gewinnen Holy Eistee Peach Nektarine Black Tee. Wenn ihr darauf Bock habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich lose in den nächsten 2-3 Videos, also im übernächsten Video oder so, lose ich einen Gewinner aus. Und wenn ihr selber mal Bock auf Holy habt, unten ist ein Link und 2 Rabattcodes. Super, super lecker. Gerade die Eistees finde ich sensationell. Guckt es euch mal an. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Runde. Würde mich über einen Kommentar von Algorithmus und natürlich fürs Gewinnspiel freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Ich bin geschrieben. Ist mal ein Tick lauter. Bist du bei mir in der Nähe? Ja. Ja, okay. Oh, Boss. Haben wir eine Sticky? Nee. Gehen wir mal so. Ja. Hier oben die Hive. Oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung. Hier ist immer noch was. Schießen Sie so ein Pleppi ab und kommen nicht. Ah, komm, Pleppi leuchtet. Ja. Schieß mal den Pleppi ab, dass die den nicht kriegen, ja? Ich muss mir mal mit Schlangen, weil ich hier oben sitzen bleibe. Mhm. Oh, 2 Teams, beide im Nordosten. Ui. Die einen sind auf dem Compound, die anderen sind noch hinter der Mauer. Nein! Alter, wo bist du denn? Ich glaube, ich bin gebackt. Nee, es geht nicht. Was ist das Scheiß? Wo schießt der denn hin? Keine Ahnung. Schuld. Der schießt hier oben gegen die Tür. Ich denke ja, dass man da durch den Stütz guckt oder so. Ich war da gar nicht. Ja, ich meine, dass er vielleicht auch Verdacht schießt oder so. Ja, ja. Der sieht dein Blitz und der ist ja fast genau bei der Tür. Mhm. Ah. Hm. Oh. Ne? Also lecker war die Haxe nicht, die halbe. Hm. Lag das an der Haxe oder an deiner Zubereitung? Oder hast du sie so gekauft? Ich hab die so gekauft, das war eine fertig zubereitete. Ich habe sie nur warm gemacht im Backofen. Oh, so. In der Heißluftfritteuse. Ich war mit meiner Mama heute beim Mediamarkt. Da habe ich Wasserkocher gesehen aus Glas und musste an dich denken. Yay! Ich habe heute wieder Wasser gekocht. Ich habe mir ein Instant-Süppchen gemacht. Ne, gestern war das. Gestern. Ah.
Jan glaubt sich Wasserkocher und redet 2 Tage lang noch, nur noch über den Wasserkocher. Mann, dann was machen die denn? Redest du im Spiel? Ja. Das höre ich gar nicht. Warte mal, ich muss das mal umstellen. Mikrofon stimmt. Do you want to come in or what's the plan? Come in and find out. Douglas. Oh. Scheiße, ich habe keinen Leichtfuß, sonst wollte ich mal hochklettern. Ich guck mal ganz kurz. Hanna, die sind alle da zusammen. Die spielen zusammen. Die sind zu sechst auf einem Fleck. Doch, die schießen auf sich. Okay, die haben sich jetzt anscheinend gefunden. Hattest du dich komplett umgeguckt? Nee, ich hab nur in die Richtung und hab da 6 Leute gesehen. You got people to your West Bounty Team. Was? Ja, ich hab nämlich eben Schritte von hinten gehört. Ah, okay. Guck mich mal gerade um, ja. Ja. Ich bin komplett umzingelt. Hast du das geschrieben, oder was? Ja. Oh, thank you. Wie ist der denn? ABC 123 Leave Me Be. Was hast du gesagt? Ich habe gefragt, ob wir die Musik nochmal abspielen können. Ja, das war unser Lied. Also mein Lied. Also Tinas und mein Lied. Mhm. Oh, ich muss die blöde Haxe wegbringen. Zumindest den Teller. Riecht das so? Ja. Ich gehe mal ganz schnell ruhig, beeil mich. Ja. Flippy ist geslidet. Hast du dir eben wehgetan? Nee. Flippy kam. Ich hab ihn umgebracht gerade. Echt? Ja, da vorne. Nice. Was? Flippy kam? Sorry. Flippy kam zu mir gerade. In Altina. Hanna! Ja, die wurde aufgehoben einfach, deswegen. Da ist ihre Leiche. Und Pink. Jetzt auch. Ich werf da mal was drüber. Ja. Oh, schade. Aber das heißt, dass die gerade nicht aufheben wollen. Ich blute wie ein Schwein, bin in die Falle gehüpft. Achtung, hier kommt einer. Kann dir da gerade nicht helfen. Oh, ich hab Hit. Ich weiß nicht, wovon du angriffst, wurde. Ja, von dem, den du gepinkt hast. Ah, aber außerhalb, ne? Mhm. Gern wieder rüberkommen, aber irgendwie geht's gerade nicht. Jetzt ist gerade verraucht, jetzt kannst du schnell rüberhuschen. Man kann dann, ich wollte rüberhüpfen, das geht nicht, weil da so ein Absatz ist. Achso. Scheiße, ich habe meine ganze Heilung schon fast aufgebraucht. Oh. Scheiße, jetzt können die heben, glaube ich. Ja. Wo? Weiß ich nicht.
Aber ich kann jetzt leider nicht mehr abaimen hier. Alles gut. Na, ja, zweimal ist ja schon stumm. Dran. Nett. Hanna, ich hab total verähmt. Das ist ja nicht schlimm. Doch, ist schlimm. Doch, der ist stand schlimm. Da einfach still. Was ist? Ich habe nur noch 2 Sekunden. Ich hab noch 3. Einer ist tot. Schön. War das eine dunkle Leute mit einem blauen Shirt? Nee, Titty McDermott war das. So ein Redneck. Ah, nee, sie. Hast du ihn Titty genannt? Titty McDermott, ja. Sehr gut. Dann war der schon mal tot und da ist noch einer, glaube ich, von der. Er ist aufgehoben worden. Echt? Mhm. Dann ist er weg geworden. Hat dich? Da drin, dann. Hab ich. Nice. Der liegt hier. Ja. Ich glaube, da siehst du den nicht. Ja, doch, ich sehe. Okay. War das der, den ich erschossen habe? Nee. Ja, Titty McDermott. Ah, aber ich glaube, es sind 2 Titties. Ah, okay. Ich hatte vorher auf jeden Fall auch einen gesehen. Aber keine Ahnung, ob das 2 sind. Wie gesagt, das andere ist ein T1 Hunterin. Wir müssen den doch dann mit Nico geholt haben, oder? Mhm. Denke. Frag mich aber, wie der da reinrennen konnte, weil da ist Feuer. Ich glaube, dass das der zweite ist. Dass der andere hier noch liegt. Wo hast du den denn erschossen, den anderen? Da, am Feuer. Hinterm Wagen. Ich guck mal kurz, ja? Einer Südosten, 2 Nordosten und einer im Norden. Also einer so ein bisschen rechts von dir. Ich glaube, das ist der dritte von denen. Ich glaube, wir haben beide erschossen. Wir das haben alle 3 erschossen. Ja. Ich bin da auf jeden Fall hebbar, solange nicht gemoved. Warum stehen sie auf? Wie ist das möglich? Komm, wir pushen. Unten drin schon, oder was? Nee. Da an dem Fenster. Hier, das Schiebetor ist offen. Ich hab mich heimgezahlt, du Affenkopf. Hast du ihn? Du lebst ja. Noch, ja? Ich lebe noch, ja.
eingepackt. Wenn du mich von aus drei Wänden holst, dann musst du sterben jetzt, mein Freund. Mhm. Alles hier liegt. Ja. Oh, oh. Tschüss. Nein, ey, Punch! Nice. Noch einer. Der ist auch noch hier. Ja, der steht da. Vorne jetzt. Nein. Nicht mehr Flash. Ich push den hier. Wie kann er das denn überleben? Das ist unfassbar. Raus. Keiner mehr da. Nein. Was für ein Kapaz das? Keine Ahnung. Ich habe ihn voll auf den Kopf getroffen. Weiß nicht, wie er überlebt hat. Hier ist eine Musik, wenn du möchtest. Hier liegt der andere mit dem Kopf im Heu. Im Stroh im Kopf. Mit dem Stroh. Er hat Stroh im Kopf. Hier habe ich den anderen erschossen. Hier. Nee, das war ich nicht. Das war ich. Ah, okay, dann ist der doch gehoben worden, der andere. Ja. Das war ich nicht. Das war ich. Ich war's. Ich bekenne mich schuldig. Oh, die andere Bounty ist ja noch da. Ja. Ach du Heilige. Ja, liegen lassen. Aber das waren jetzt so zwei Teams, ne? Eigentlich fehlt mir noch ein Team. Die, ja, die haben doch also, Feinde da hinten. Ich kann's freimachen, ne? Ja, dann. Erstmal. So, hier hat die na gut, durch zwei Wände. Hier hast du ja gesehen, wo ich gelegen habe, oder? Mhm. Da hat die da durchgeschossen, durch zwei Wände und hat mir einen Headshot gegeben. Oh wow. Da liegt mir eine Spectre einfach. Kannst du? Hast du Geier? Nee. Konnte ich auch noch nicht. Dass sie die noch nicht gelootet haben. Ja, vor allem die lag doch safe. Ja. Wenn die doch nie so. So. Tja. Gute Gene, hm? Gute Gene. Ich trinke jetzt einen San Pellegrino Clementina. Oh, geil. Oh. Mit Sparkling Water? Ja. Oder ohne? Mit. Geil. Oh, die finde ich so mega. Mhm. Die hole ich mir, aber nur manchmal, damit es was Besonderes bleibt. Oh, die sind geil. Da freue ich mich immer drauf, wenn ich die kaufe. Vor allem im Sommer. Ja. Im Sommer am Auto, du fährst irgendwo hin, Fenster runter, Musik laut, San Pellegrino in die Hand. Das ist geil. Grundlos grün. Ja, San Pellegrino, sensationell, müsst ihr euch kaufen. Am geilsten ist Granatapfel, finde ich richtig, richtig stark. Aber wisst ihr, was noch besser ist? Das ist Holy Eistee. Sensationell, oder? Könnt ihr gewinnen. Wie gesagt, im Intro ja schon, könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben und dann seid ihr dabei. In den nächsten, ich glaube im übernächsten Video lose ich dann aus am Ende. Ihr kennt das Prozedere. Ja, war doch eine super spannende Runde, wie ich fand. Ein bisschen langatmig und schwierig, aber das sind die Runden da unten im Vor meistens. Da freuen sich immer die Leute, die Langwaffen haben, weil die können dort glänzen. Es ist schwierig, da das Fort anzugreifen. Deswegen, ja, ich mag das halt auch nicht da unten. Ich bin froh, wenn wir da nicht fighten müssen oder wenn wir es verteidigen müssen, dann ist das ganz geil. Ja, der Titty McDermott, der ist aufgehoben worden. Das hätte ich nicht gedacht, aber ich habe da auch leider nichts gesehen. Hanna hat das sensationell gemacht. Richtig, richtig gut. Als ich dann weg war, meinen Teller wegbringen, ich hatte Haxe gegessen. Hat Hanna den einen weggeschossen, das habt ihr ja gesehen. Ich habe das ja gar nicht mitgekriegt, das sehe ich jetzt heute auch zum ersten Mal. Und dann habe ich tatsächlich eben noch im Schnitt gedacht, oh, da ist vielleicht noch ein anderes Team, was die andere Bounty macht. Aber wir sind dann hochgelaufen, haben die Bounty geholt und dann raus. Die hatten da vorher schon Fight bei uns. So, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen.
Denkt an meinen Teamspeak, der ist unten verlinkt, genauso wie game.de, die haben wir den extra für euch zur Verfügung gestellt, könnt ihr jederzeit nutzen, könnt auch game.de gerne mal besuchen, gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root-Server, Game-Server, Web-Server etc. sucht, seid eine super Adresse. Holy Energy ist unten verlinkt, Werbung war ja schon am Anfang, wisst ihr Bescheid. Unser Discord ist verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns morgen 9:30 Uhr zum nächsten YouTube-Video. Haut rein, tschüss.